Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Phoenix. Letzte Folge haben wir verzweifelt versucht, Tränke herzustellen, falls ihr euch erinnert. Das lief am Ende dann doch erfolgreich, aber es hat eine Weile gedauert. Es gibt die ganzen schicken neuen Quests. Wir haben ja letztes Mal dem Phoenix schon seine Quest gemacht. Aber mal gucken, es gibt noch eine Menge, die wir vorhaben, die wir machen können. Und genau, Architekt. Da habe ich keine Ahnung, wie das geht, ehrlich gesagt. Das tut mir auch leid, aber das wird wohl nichts. Moment. Ich kann nachgucken, tatsächlich. Lasst mich mal kurz schauen. Okay, ich brauche Eisen. Ich brauche, was habe ich noch gebraucht? Holz, Platte und Stöcke. Und dann, Achtung, okay. Habe ich jetzt alles richtig? Ja. Jetzt haben wir auch so einen Architekturtisch. Dankeschön, Nachschaufunktion. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Yay! Das heißt, wir haben da die Startquest Baumeister. Bau eine Disco. Verschönere den Spawn. Okay. Eröffne einen Bahnhof. Da bin ich schon dran. Das habe ich jetzt schon die letzten Folgen gesagt. Aber ich bin da noch dran. Ich baue den Bahnhof. Ich verspreche es. Der wird wunderschön. Bau eine große Statue von dir selbst. Alles klar. Und errichte eine Wasserrutsche. Oh, ich mag die Architekturquests, die sind cool. Verdiene $250 nur durch Shops. Eröffne einen Modeshop. Das haben wir uns ja letztes Mal schon angeguckt. Naja, jedenfalls haben wir jetzt die Architekturquest. Yuppie-doo. Und genau, was können wir denn... Erstmal kurz das ganze Kramzeug. Wir haben so viele Diamanten. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den ganzen Diamanten machen soll, ehrlich gesagt. Weil an einem bestimmten Punkt die Drachenrüstung ist halt besser als Diamantrüstung. Ich kann mir hier so einen Record-Player machen oder einen Lautsprecher. Yay! Die Pfeile könnte ich mir machen, theoretisch. Ich weiß nicht genau, was das hier bringt. Ich weiß nicht, ich brauche halt ehrlich gesagt die Diamanten nicht so wirklich. Also, man kann bestimmt viele nützliche Sachen machen. Oh, ich kann mir so Pferdehufen damit bauen. Da freut sich mein Pferdchen bestimmt. Das machen wir vielleicht noch später. Naja. Jedenfalls, falls ihr da Vorschläge habt, was wir Sinnvolles mit Diamanten anfangen können, immer in die Kommentare damit. Isudela. Jetzt reiten wir erstmal auf unserem Pegasus, dessen Namen ich vergessen habe. Hatte das überhaupt einen Namen? Hatte das einen Namen? Habe ich dem Pegasus einen Namen gegeben? Ich glaube nicht. Schreibt mir mal einen Namen für den Pegasus in die Kommentare. Ich habe nämlich nun einen Stall für meine kleinen Pferde. Hallo Drache. Oh, hallo. Bist du etwa in meinen Fischernetz? Ich glaube, der hängt im Netz fest. Ja, gut. Dann, sollen wir den kurz killen? Ich meine... Oh. Das ist natürlich, also, gut. Dann ist es natürlich auch nicht wirklich eine Challenge. Ich habe jetzt dieses Drachenhorn, ja? Damit kann ich theoretisch Drachen zähmen. Ich habe ja generell, ich habe relativ viele Drachen getötet. Von daher kann ich mir auch Drachensachen bauen. Und jetzt können wir es ja mal probieren. Jetzt hängt der ja eh fest, der kann nicht weg. Also, ich hoffe mal, der ist nicht nur eingeglitscht, sondern dass der tatsächlich da festhängt. So. Okay, hallo Drache. Ich habe nun meinen Stab, ich habe ein Horn. Und ich bin bereit, dich zu zähmen. Werde mein. Werde mein. Ich kann mich nicht auf den draufsetzen, das ist schade. Kann ich einen Sattel auf ihn drauf tun? Ebenfalls nicht. Okay, wie wär's mit dem Dragon Command Staff? Staff. Nein? Okay. Vielleicht ist das Horn der Weg zum Sieg. Okay. Dragonbone Flute? Locke ich damit vielleicht noch andere Drachen an? Ist er jetzt zufrieden? Ist er glücklich? Mag er mich? Er mag mich nicht. Ey, mag mich. Okay, wie wär's mit... Hättest du gerne ein Dragon Meal? Hm? Hom, nom, 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 nom. Das wäre doch was Feines, oder? Hättest du da nicht Appetit drauf? Chom, nom, nom. Lecker, lecker für Dragonmehl-Entdecker. Nein? Okay. Das ist alles nicht schlimm. Ich bin da noch... Wir sind ja in der Experimentierungsphase. Möchtest du das Dragonmehl? Nein. Möchtest du mit der Flöte tanzen? Nein. Möchtest du auf mein Horn hören? Höre auf mein Horn! Hör nicht auf mein Horn! Wieso nicht? Jedenfalls hört er auf mein Fischernetz. Tja, würde mir stinken, wenn ich du wäre. Und in dem Ding stecken würde. Die Fischernetze sind insane value. Ich meine, ich steck zwar auch regelmäßig drin, aber... Scheinbar der Drache auch. Okay, vielleicht mag der Drache ja Fisch. Fisch? Wie wär's mit Fisch? Nein, kein Fisch.
Kein Fisch für den Drachen. Vielleicht magst du von der Seite. Weil letztes Mal war ja mit Drachen auch so, dass man die irgendwie komisch von der Seite looten musste. Vielleicht kann man da auch nur von der Seite drauf springen. Ich bin unzufrieden. Höre auf mich. Höre auf mich, Drache. Wenn er jetzt hier nicht langsam anfängt, hier zu gehorchen, dann muss ich dich leider töten, Drache. Es tut mir leid, aber das ist die einzige Möglichkeit. Wie findet ihr eigentlich den Stall? Also ich habe jetzt alles getrennt, so nach Klassen. Okay, der Hirsch ist, der wird verrückt. Aber ich habe das jetzt alles so ein bisschen getrennt, damit man die verschiedenen Klassen in den verschiedenen Abteilen hat. Und ich habe dahinter auch noch so eine kleine Weide, wo sie dann halt raus können. Da ist dann auch so ein kleiner Wasserfall. Was ist das? Chaos-Pizza. mit einer Truhe, die in der Luft schwebt. Auch schön. Dann, das gehört da nicht rein, das Vieh. Das ist mein Stall. Genau. Und dann können die dann hier hinten raus. Das sind Tore. Da können die dann hier Auslauf haben, damit sie nicht eingesperrt werden. Also die ganze Zeit jedenfalls nicht. Und dann ist es alles artgerechte Tierhaltung. Halt. Guten Tag, werter Bürger von Minecraft Phoenix. Haben Sie gerade Hunger? Haben Sie Heißung auf eine saftige Pizza? Wir haben im Zentrum offiziell eröffnet. Unser Mitarbeiter Bongo würde Sie gerne in Ihrer Mittagspause auf eine Pizza begrüßen dürfen. Das klingt doch nicht schlecht. Scheinbar hat Flo einen Pizzashop. Scheinbar können wir da mal was einkaufen. Na gucken. Jetzt bin ich eigentlich immer noch an der Mission. Naja. Wir lassen den Drachen jetzt erstmal hier, okay? Vielleicht fällt mir ja auf dem Weg was ein. Und dann können wir ja mal schauen, ob es da Mittel und Wege gibt, den zu unserem, ja, zu unserem Drachen zu machen. Das war, glaube ich, auch nicht so der Power-Move gerade von mir. Naja, ist nicht schlimm. Geh weg, Pegasus. Geh weg. Geh weg. So, jetzt fliegen wir weiter. Ich will eigentlich hier neben landen. So, vielleicht, nee. Ich habe gedacht, vielleicht mag der Drache mein Pegasus essen. Also, dass der vielleicht da aggressiv wird und dann so reinbeißen will. Richtig? Und dass wir ihn dann irgendwie... Oh, warte, jetzt ist er frei! Er ist frei! Okay, Drache? Der will schon wieder da rein, hä? Entschuldige, ich wollte dich befreien, du Mistvieh. Wer nicht will, der will halt nicht, ne? Was soll man da machen? Manchmal ist es halt so, da wollen Drachen halt einfach nicht in Freiheit leben, da wollen sie lieber eingesperrt sein. Da kann ich jetzt auch nichts für. Ich habe mein Bestes gegeben im Namen des Tierschutzes und im Namen der Drachenzüchter e.V. Aber wenn es nicht sein soll, ne, dann haben wir halt ein sogenanntes Problem. Okay, versuchen es noch einmal. Drache, geh raus. Genau, so geht er schon mal raus. Das ist doch schon mal gut. Greifst du uns jetzt wenigstens an? Also, bist du hier bereit, irgendwas zu tun? Geh mal nicht in die Fischernetze. Komm mal raus. Genau. Hallo, Drache. Und jetzt flirte ich dich an. Hey, hör auf, mein Vieh anzugreifen. Flöte. Hör doch mal. Drache, hallo. Team. Das ist doch furchtbar. Also, der greift ja nicht mal mich an, der greift ja mein Pferdchen an. Jetzt komm doch. Okay. Dann, ich will jetzt nicht, dass du das tötest. Ich denke, der ist bedrohlich, aber das ist er halt nicht. Wenn du jetzt hier nicht... Müssen wir ihn halt töten. Ich meine, es tut mir leid, ich wollte ihn wirklich gerne zähmen, aber was nicht geht, das geht halt nicht. Und dann ist es halt jetzt unser dritter toter Drache. Wow. Welche Stufe hatte der? Hier, das sind wieder bronzefarbene Drachenschuppen. Die Stufe sieht man ja immer erst, wenn man auf den Kopf guckt. Und der Kopf ist noch nicht in meinem Inventar. Deswegen müssen wir ein bisschen was raushauen. Jetzt haben wir den Kopf. Und, Stufe 2 ist der. Davor waren wir zwei Stufe 3 Drachen, das jetzt sind Stufe 2 Drachen. Ich will die Großen. Die Großen können nämlich Eier droppen. Scheinbar. Also, wurde mir so gesagt. Und ich habe leider noch keinen Großen gefunden. Das ist ärgerlich, aber naja. Was will man tun? Okay, dann geht's jetzt weiter. Und zwar wollten wir uns mal den Shop von Flo angucken. Der ist am Spawn, meine ich. Und ich glaube, das ist auch der letzte Shop, der jetzt eröffnet wird, wurde. Frag mich was. Jedenfalls ist der bestimmt sehr schön. Flo hat sich da ja seine Zeit gelassen. Ich sehe da schon. Tode von Tabs. 29 Tode wird mir stinken. Chaos hat 10. Okay.
Oh, der sieht sehr schick aus. Man sieht direkt, hier ist der Pizzaladen. Man sieht das Pizzastückchen. Hier ist eine kleine Speise. Oh, da hat er sich aber Mühe gegeben. Der sieht aber schön aus. Das ist wohl der Mitarbeiter, von dem die Rede war. Was können wir denn hier kaufen? Er hat Pizzaklamotten, Pizza extra groß, Pizza Prosciutto, Pizza Margherita, Pizza zum Mitnehmen. Pizza zum Mitnehmen ist ganz schön teuer. Und ich meine, da ist die extra große Pizza günstiger. Die Pizza zum Mitnehmen würde ich mir nicht leisten wollen. Was haben wir denn? Ja, Pizza Fungi ist auch nicht schlecht. Ich glaube, habe ich überhaupt Geld dabei? Ja. Und eine saftige Pizza für 20 Euro. Das ist ebenfalls natürlich ganz schön. Wucherig, wir kaufen uns mal eine Pilzpizza. Ich esse ja kein Fleisch, von daher ist das eh nichts für mich. Aber Pilze esse ich gern, von daher. Chom, nyom, nyom. Nur Arbeiter. Da darf ich nicht rein. Schade. Okay, dann halte ich mich aber auch an die Regeln. Hier ist wohl die Speisekarte. Sehr schön gemacht, der Laden, muss ich sagen. Also der hat wirklich viel ästhetisch ansprechend. Ich mein, La mein Laden ist mehr so. Der ist halt da, ne? Ich meine. Ja, gut. Ist der wirklich schön? Nee. Aber das ist nicht schlimm. Das ist alles schon ausverkauft. Okay. Dann mache ich mal ein paar neue Drachenschuppen hier rein. Und. Voilà. Nanu. Wieso gehst du nicht? Hä, ich bin verwirrt. Kann ich jetzt das Geld daraus nehmen? Ja, kann ich. Scheinbar. Oh Gott, das ist irgendwie. Ich verstehe nicht ganz, wie die Maschinen hier funktionieren sollen. Ja, ich gucke mir das später nochmal an. Hier habe ich noch ein bisschen Geld und ich hoffe, das glaubt mir keiner. Naja, ich habe halt kein Portemonnaie, ne? Dann muss man das halt irgendwo anders lagern. Dann haben wir hier unseren Sattel. Da tun wir noch ein paar Netherwarzen rein. Ich glaube, Netherwarzen hat auch noch keine, weil wir ja noch nicht drüben waren. Das heißt, die kann ich hier nochmal verkaufen. Dann können wir die für 5 ist eigentlich okay, oder? Ich glaube, das passt. Also, vielleicht. Machen wir 15. Komm, machen wir 15. Ist ein fairer Preis. Ansonsten sollen die anderen halt rübergehen. Aber machen wir faire 15. So. Okay. Dann gehen wir jetzt noch einmal in die Höhle des Phönix. Und zwar wollen wir mal gucken, hat er uns was Neues zu sagen? Möchtest du mir etwas. Können wir dich kommandieren? kommen wir zur ersten Aufgabe. Das haben wir eigentlich schon gemacht. Das ist die Villager-Aufgabe. Das ist jetzt nichts Neues. Da waren wir ja schon dran. Mein Pegasus tanzt. Auch schön. Nein, das haben wir jetzt gemacht. Das ist alles schön. Das ist alles gut. Das heißt, wir können auch einfach wieder zurückfliegen und gucken, wann die nächste Quest kommt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So, und dann fliegen wir über die Wolken und oh Gott, diese. Jetzt sind wir im Team Melone gewesen übrigens. Diese wunderschöne Säule, die Topster gebaut hat, ist wirklich. Ja. Sagen wir mal so ein Statement. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Willkommen in meinem wunderhübschen Reich. Wow, es ist so wunderschön. Keine Ahnung. Genau, ich wollte mir nämlich nochmal angucken, wie das mit den Potions denn jetzt läuft. Und zwar habe ich jetzt Night Vision Potions gemacht. Habe ich ja. Ich habe ja gesagt, ich gucke es mir. Ich gucke es mir an, damit ich das nicht in der Folge machen kann. Ich habe mir jetzt Night Vision Potions gemacht. Ich habe. Baby Ronja folgt mir einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie mag mich nicht. Sie bleibt einfach hier. Sie ist einfach im Haus. Ich meine nicht, dass ich mich beschweren würde. Immerhin ist sie da, aber. Ja. So viel dazu. Jetzt hätte ich mal meine ganze. Das ist im Prinzip meine Drachenkiste. Okay, ich habe noch ein bisschen random Kram drin, aber das ist im Prinzip meine Drachenkiste. Und zwar. Wurde mir gesagt, man kann diese Köpfe dekorativ hier hinstellen und die zeigen wohl in Richtung eines Drachen. Und okay, das scheint einfach kompletter Quatsch zu sein, weil der zeigt einfach immer in andere Richtung. Okay. Also entweder hier sind wirklich, wirklich, wirklich viele Drachen. Oder das ist. Okay, ich sag einfach mal, das ist Quatsch. Momentchen. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, was das gerade war. Naja, wie dem auch sei. Spinneneier werden hier verarbeitet. Goldene Nuggets. Ich habe immer noch so viel Gold übrig, obwohl ich dieses ganze Schienensystem unten habe.
Und ich habe ja relativ viele Redstone-gepowerte Schienen und die baust du ja aus Gold. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe immer noch so viel Gold übrig. Ich habe so viel Gold gesammelt, weil ich gefühlt drei, vier Drachennester hatte insgesamt. Und ja, so. Ich brauche Zucker, damit ich mir Spinneneier fermentieren kann. Wie? Also ich weiß, dass man aus fermentierten Spinneneiern Potions machen kann, aber ich weiß nicht ganz, wie man die kriegt. Also ich dachte eigentlich, das geht mit Zucker und Spinnenei, aber scheinbar nicht. Ich habe jedenfalls jetzt kein Bild von fermentiertes Spinnenei gesehen. In der Drachennestgeschichte war ich schon, da habe ich schon geplündert. Im Prinzip alles, was hier irgendwo in der Nähe ist, habe ich schon ausgeraubt. Oh, der Flur ist online. So, dann gehen wir mal weiter. Naja, scheinbar geht es nicht. Ich hätte jetzt theoretisch aber alle Zutaten. Macht man das im Ofen? Muss man das einfach nur irgendwie backen? Moment. Ich habe die Pilze, ich habe den Zucker, ich habe das Ei. Oh. Oh, okay. Es sieht einfach aus wie eine. Okay. Wow. Wow. Okay. Na dann. Dann ist das wohl ein neues fermentiertes Spinnenei, huh? Schön. Ich lasse es kurz durchlaufen, damit ich den Kram mitnehmen kann. Ah, oh, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir jetzt Potion of Harming. Und die kann man jetzt nämlich chargen. Mit. Nee, nicht mit Zucker. Nicht mit Zucker, mit Gunpowder. So. Und dann blubbert das jetzt nochmal durch. Und dann sind das Charged Potions of Harming. Möglicherweise. Wenn ich denke, dass ich das jetzt richtig mache. Also sagen wir mal ein gutes 50-50. Ah. Naja. Wir packen hier weiter ein. Wir haben so viel Drachenherzen. Was machen wir eigentlich mit den Drachenherzen? Keine Ahnung. Vielleicht einfach essen? Ich glaube, die bringen halbwegs viel Leben. Naja. Wir können jedenfalls ein paar Pfeile mitnehmen. Wir haben, oh mein Gott, wir haben ja noch die 64 Pfeile. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber naja, schade nicht. Wenn wir kämpfen, dann ist es nicht so schlecht. Die Shulkerbox brauchen wir nicht. Genau. Wir haben jetzt Splash Potions of Harming. So, das ist nämlich. Charged, Splash, rum wie num, alles das gleiche. Und dann mache ich mich nämlich mal auf in meinen geheimen Untergrundgang, der wahrscheinlich nicht mehr so geheim ist, wie ich dachte, dass er ist. Oh, hoppala. Das ist der eingebaute Schutzmechanismus, den mein geheimer Untergrundgang hat. Und zwar, wenn man den Hebel nicht umlegt, dann fällt man automatisch auf den Baum. Und kann den Untergrundgang nicht benutzen. Ich habe gedacht, ich kann ihn so geheim halten, aber scheinbar ging das nicht. Naja, es ist wie es ist, ne? Naja, ich habe jetzt keine Lust, den nochmal zu benutzen. Deswegen mache ich einfach diesen kleinen Abstecher hier. Und dann können wir nämlich auch einfach hier runterhüpfen. Das ist nämlich genau das Gleiche. Also hier fällt man normalerweise rein. So, dann nehme ich zwar ein bisschen Damage, aber das ist nicht schlimm. Ich will den Untergrundgang benutzen. Der ist nämlich witzig. Ich habe den nicht umsonst gebaut, okay? Ich saß hier wirklich lange dran. Wirklich, wirklich lange. Und ja, also, nee. Es kann ja auch nicht sein, dass man den dann nicht benutzt. Dann sortiere ich kurz meine Sachen, während ich fahre. Sonst haben wir ja nichts zu tun während der Zugfahrt. Hier haben wir das Questbook. Die Quest. Ich fällt. Ich sehe halt nichts, ne? Ich weiß nicht genau, was passiert ist gerade. Moment. Es klingt wie dieser Käfig, bei dem wir. Also, ihr wisst, was ich meine, oder? Die Falle, die Tops uns gebaut hat, in die wir nicht reingelaufen sind, weil sie mega offensichtlich war. Ich glaube, das war das gleiche Geräusch. Bin ich in einem Käfig? Ich kann jedenfalls nichts abbauen. Okay, kann ich raushüpfen? Ich habe noch recht viel XP. Kann ich hier raushüpfen? Nein? Nein. Es ist halt. Ich meine, ich glaube eigentlich nicht, dass er eine Falle gebaut hat. Das macht keinen Sinn. Weil, wenn er eine Falle gebaut hätte, dann hätte er es wenigstens ausgeleuchtet und ein paar Schilder hier gelassen, damit ich quasi weiß,
dass ich in der Falle bin, weil so bin ich einfach nur irgendwo reingefallen. Ich glaube, das ist nicht wirklich sein Ding. Ich kann mich auch noch irgendwie halbwegs bewegen. Ich sehe nur nicht ganz, wohin ich laufe. Nice. Ja, Klassiker. Ich meine, notfalls töte ich mich einfach selber, schätze ich mal. Dann respawne ich ja irgendwo. Und dann sehe ich wenigstens, wo ich bin. Also war es das dann für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da, einen Kommentar. Und genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.